Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir verraten, was die drei größten Probleme sind, wenn es um das Thema LinkedIn-Marketing geht. Ich werde dir verraten, worauf du bei deinem Content unbedingt achten musst, wenn du darüber Anfragen und Kunden gewinnen willst. Ich werde dir zeigen, was ich nach über 300 Posts und 2 Millionen Ansichten auf LinkedIn gelernt habe. Und ich werde dir natürlich zeigen, wie du diese Probleme nicht nur vermeidest, sondern worauf es im LinkedIn-Marketing wirklich ankommt. Wenn du also ernsthaftes Interesse hast, über LinkedIn wirklich planbar Kunden und Anfragen zu gewinnen, dann solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, gibt es großartige Neuigkeiten und zwar habe ich ein komplett neues Training aufgenommen zu unserem Social Selling System für LinkedIn. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Kommen wir direkt zum ersten großen Problem von LinkedIn-Marketing und das ist tatsächlich etwas, was ich tagtäglich sehe, wenn ich mich auf der Plattform einlogge. Und zwar, dass Leute anfangen, zweimal pro Woche zu posten, dreimal pro Woche zu posten, bis hin zu täglich zu posten. Und das ist etwas, was ich ganz lange geglaubt habe, dass umso mehr man postet, man mehr Ansichten bekommt, mehr Reaktionen bekommt, mehr Kommentare bekommt und ultimativ bestenfalls auch mehr Anfragen und Kunden darüber gewinnt. Tatsächlich könnte man nicht weiter weg von der Wahrheit sein an der Stelle, denn ich habe genau das ausprobiert. Für mehrere Wochen habe ich wirklich täglich gepostet in der Hoffnung, dass ich wirklich mehr Ansichten bekomme, dass ich mehr Likes bekomme, dass ich mehr Kommentare bekomme und ultimativ natürlich Leute sich auch bei mir melden und eine Anfrage stellen. Aber selbst nach mehreren Wochen blieb meine Inbox wirklich leer und auch meine Posts haben nicht annähernd sozusagen diese Ansichten und Kommentare und Likes bekommen, die sie heute bekommen. Und woran lag das jetzt? Am Ende vergleicht sich so ein bisschen damit, als ob man versucht, mit einer stumpfen Axt wirklich einen Baum zu fällen. Das Problem war, dass mein Content nicht annähernd so gut war, wie er heute ist. Und das zweite Problem war, dass es eine klassische Online-Marketing-Formel gibt, die man einfach beherrschen sollte. Und zwar Aufmerksamkeit mal Konvertierung gleich Kunden. Das bedeutet, Content auf LinkedIn kann dir eigentlich immer nur Aufmerksamkeit bringen. Das ist eigentlich das beste Ergebnis, was du erzielen kannst, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Der zweite Card, Konvertierung, wird dadurch aber unglaublich schwierig. Das bedeutet, das ist auch das Problem, was die meisten Leute auf der Plattform haben, dass sie zwar erste Aufmerksamkeit haben ihrer Zielgruppe, aber nicht wissen, wie sie die Leute konvertiert bekommen. Und das war genau auch das Problem, das ich hatte, dass ich nicht wusste, wie ich die Leute wirklich charmant konvertiert bekomme. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann realisiert habe, hey, ich gehe runter auf wirklich nur noch eine Handvoll von Posts pro Woche, wirklich konzentriere mich auf extrem gute Posts und habe dann angefangen zu lernen, wie ich die Leute wirklich systematisch anspreche, charmant anspreche, in Termine bekomme und sie dann auch in zahlende Kunden umwandle. Und das war auch der Moment, wo ich realisiert habe, hey, ich muss nicht wahnsinnig viel posten, sondern meine Handvoll von Posts müssen verdammt gut sein. Und wenn ich dann ein System habe, um die Leute durch Nachrichten in Termine zu bekommen, dann gewinne ich ohne Probleme, ohne viel Aufwand die ersten Kunden. Und es kommt eigentlich immer der Punkt, dass man irgendwann keine Lust mehr hat auf diese Nachrichten. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich wirklich angefangen habe, ein Training am Ende zu perfektionieren. Ein sogenanntes Conversion-Training, wo man die Leute in ein Video von 15 bis 30 Minuten reinschickt und ihnen eigentlich in diesem Training alles erklärt, was man tut, was auch das eigene Angebot ist. Und wenn sich das für sie spannend anhört, dass sie sich dann einen Termin bei dir buchen. Und das hat extrem gut funktioniert, funktioniert heute noch, dass ich wirklich 4 bis 5 Anfragen pro Woche ohne Probleme alleine durch dieses Training und meinen Content bekomme. Das bedeutet, heute versuche ich nicht mehr, die Leute durch Nachrichten irgendwie in Termine zu bekommen, sondern ich schicke sie einfach in mein Training, die Leute gucken sich das Training an und die richtigen Leute buchen Termin bei mir, sprechen mit ihnen und sie werden zu Kunden. Das Coole daran ist, dass komplett unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert, dass man keine nervigen Nachrichten mehr irgendwie schreibt, aber dass das einer der größten Erkenntnisse waren, zu verstehen, dass die meisten ein Konvertierungsproblem haben und kein Aufmerksamkeitsproblem haben. Das bedeutet, das erste große Problem ist, dass du nicht mit mehr Aufmerksamkeit, also mit mehr Content, mehr Ergebnisse erzielen willst, sondern erst, wenn du verstehst, wie du Leute wirklich konvertiert bekommst.
Kommen wir direkt zum zweiten großen Problem von LinkedIn-Marketing und das ist etwas, was man am eigenen Leib spüren wird, wenn man auf der Plattform mit eigenem Content startet. Und zwar, dass man relativ wenig Likes bekommt, wenig Kommentare bekommt und auch wenig Ansichten bekommt. Wie kann es dann am Ende sein, dass andere Leute 10.000 Ansichten und mehr bekommen, hunderte von Likes und hunderte Kommentare, obwohl man relativ ähnlichen Inhalt hat? Und ich kann dir verraten, dass es nicht an der Anzahl deiner Kontakte liegt. Es hat am Ende damit zu tun mit der Professionalisierung der Plattform und der Inhalte. Und ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich Instagram gewesen, wo in den letzten Jahren die Inhalte immer professioneller wurden, dass wirklich Anfänger nicht mehr mithalten konnten. Das hat ultimativ dazu geführt, dass wirklich 20% der Creator 80% der Aufmerksamkeit bekommen haben und auch der Follower bekommen haben und dass die 80% der Starter, die täglich irgendwie Gas geben und gute Inhalte erstellen, nur noch 20% der Aufmerksamkeit bekommen. Und genau das Gleiche wird auch in den nächsten Monaten und Jahren auf LinkedIn passieren. Und man kann es eigentlich mit dem perfekten Satz zusammenfassen, the winner takes it all. Ich glaube, dass wirklich für jede Zielgruppe oder für jede Branche eine Handvoll von Accounts in den nächsten Jahren professionalisieren werden ihre Inhalte und damit immer mehr Aufmerksamkeit sich auch einverleiben werden, dass es wirklich am Ende dazu führt, dass es 20% der LinkedIn Content Creator 80% der Aufmerksamkeit pro Branche bekommen werden. Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken? Ist relativ simpel, du musst so schnell wie möglich dein Content professionalisieren. Du musst im Werbetexten verdammt gut werden, du musst wissen, wie Bilder auszusehen haben und du musst am Ende verstehen, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert. Und tatsächlich sind das genau die Themen, warum auch Kundinnen und Kunden zu uns kommen, weil sie vielleicht schon teilweise wochenlang mit dem eigenen Content versucht haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber merken, sie kommen irgendwie nicht weiter. Oder natürlich ist auch Leute sind, die komplett von null anfangen zu starten und sagen, hey Robert, ich möchte gerne wirklich die Stimme in unserer Branche werden und ich will in den nächsten Jahren wirklich 80% der Aufmerksamkeit in dieser Plattform haben. Und dann können wir natürlich jedem wirklich von null ganz genau zeigen, worauf es ankommt. Oder auch bei den Leuten, die wirklich schon Content haben, dann ist es meistens noch leichter, ihnen zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Das führt ultimativ dazu, wirklich in den nächsten Monaten und Jahren, woran ich felsenfest glaube, dass du bestenfalls zu einem dieser Accounts gehörst, die dann wirklich mit jedem Post 10.000 Ansichten und mehr bekommen, hunderte Likes bekommen und natürlich auch wertvolle Klicks bekommst, die du am Ende dann zum Beispiel in dein Training schicken kannst, in dein Conversion-Training schicken kannst und darüber Anfragen bekommst. Und bei mir gibt es tatsächlich eigentlich keinen Post mehr, der nicht über 10.000 Ansichten bekommt, weil ich einfach verstanden habe, wie Werbetexten funktioniert, worauf es bei den Bildern ankommt und vor allem, was der LinkedIn-Algorithmus mag und was nicht. Also behalt im Hinterkopf, the winner takes it all. Kommen wir zum dritten und meiner Meinung nach größten Problem von LinkedIn-Marketing und das ist etwas, was ich vor ein paar Jahren am eigenen Leib auf Facebook erlebt habe. Und zwar habe ich voller Herzblut meine Facebook-Seite betrieben und wirklich darüber auch zahlreiche Fans gewonnen. Tausende von Leuten hatte ich dort, die ich über meinen Content regelmäßig erreicht habe und dann am Ende in Anfragen überführt habe und darüber Kunden gewonnen habe. Und über Nacht hat Facebook wirklich entschieden, dass diese Reichweite von den Facebook-Seiten nur noch auf einen Zehntel, glaube ich, reduziert wurde. Früher habe ich alle meine 5000 Leute erreicht, plötzlich habe ich nur noch 500 Leute erreicht. Und das war ein extremer Schock für mich, dass mir klar wurde, hey, Facebooks Spielplatz, Facebooks Spielregeln. Und das ist etwas, worüber man bei LinkedIn vielleicht heute noch lachen kann und man sich freut, wenn man genug Aufmerksamkeit bekommt über seinen Content. Aber ich werde dir sagen, dass der Tag kommen wird, wo auch LinkedIn die Reichweite von organischem Content reduzieren wird und auch massiv reduzieren wird, weil es einfach immer mehr Creator gibt, es gibt immer mehr Content und LinkedIn wird auch irgendwann in das Problem laufen, dass es viel zu viel Content gibt und viel zu wenig Aufmerksamkeit auf der anderen Seite. Und das führt häufig dazu, dass sie dann einfach sagen werden, hey, du kriegst nur noch die Hälfte deiner Ansichten. Und gleichzeitig führt es natürlich auch als Plattform dazu, dass das Thema Werbeanzeigen plötzlich deutlich attraktiver wird für viele. Denn mein Rückschluss daraus war, dass ich jetzt Geld für Werbeanzeigen auf Facebook ausgeben muss. Und das Gleiche wird dann natürlich ultimativ auch auf LinkedIn passieren, dass viele Leute sich dann Werbeanzeigen angucken müssen. Aber was passiert mit Leuten, die vielleicht noch nicht das Budget für Werbeanzeigen haben? Die sitzen dann plötzlich mit einem Zehntel der Reichweite oder vielleicht zwei Zehntel der Reichweite, also mit einem Bruchteil und über Nacht kommen sie am Ende nicht mehr an ihre Zielgruppe ran. Was kann man tun, beziehungsweise was haben wir auch getan damals?
Als wir uns auf LinkedIn angemeldet haben, war klar, dass ich versuchen muss, so schnell wie möglich die Leute in meinen eigenen, in Anführungszeichen, Spielplatz zu bringen, wo meine Regeln gelten. Und die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich, alle seine Kontakte und die Interessenten und die Leads in eine eigene E-Mail-Liste zu bringen. Denn stell dir vor, LinkedIn würde morgen zumachen und die Plattform wäre einfach weg, dann kann ich tatsächlich beruhigt schlafen, weil ich von Tag 1 wirklich über LinkedIn die Leute in meine eigene E-Mail-Liste gebracht habe, durch kleine Leitfäden, Checklisten, Trainings und wirklich über die Zeit eine Liste von über 10.000 Leuten aufgebaut habe, die ich maßgeblich auf LinkedIn für mich gewonnen habe. Und jetzt wirklich könnte morgen LinkedIn den Stecker ziehen und ich könnte beruhigt schlafen, weil ich diese eigene E-Mail-Liste habe. Wenn man noch einen Schritt weiter gehen will, kann man die Leute natürlich auch auf unterschiedliche Plattformen bringen, wie zum Beispiel auf YouTube oder auch auf zum Beispiel in den Podcast. Aber auch da gilt das gleiche Problem, denn tatsächlich YouTube-Spielplatz, YouTubes Regeln. Und insofern ist tatsächlich die E-Mail-Liste so das bewährteste Modell, was man eigentlich machen kann, wo man die Leute hinführen kann, um beruhigt zu schlafen. Ich will dir keine Horrorszenarien, Gott bewahre, irgendwie mit diesem größten Problem aufmachen. Aber in der Online-Vermarktung wirst du immer zu diesem Punkt kommen und beziehungsweise etwas, was ich für mich gelernt habe, auf wessen Spielplatz bin ich eigentlich unterwegs und wessen Regeln gelten dort. Und dass solange alles super läuft, man sich darüber freuen kann. Aber dadurch, dass ich das bei Facebook erlebt habe, dass sie einfach meine Reichweite halbiert haben und ich plötzlich da saß und dachte mir, Mist, wie soll das jetzt irgendwie weitergehen, bin ich da ein bisschen natürlich vorgeprägt. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass es in den nächsten Monaten und Jahren auch auf LinkedIn passieren kann. Das bedeutet, umso früher du damit startest, die Leute, deine LinkedIn-Leute auch in eine E-Mail-Liste zu bringen, umso ruhiger wirst du schlafen können. Wenn du diese drei Probleme vermeiden willst, dann sieh dir wirklich unbedingt mein neues Training an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung, denn da gehe ich wirklich nochmal in die Tiefe ein, wie du diese Probleme auch vermeiden kannst und wie du die Sachen, die ich hier genannt habe, in der Folge auch direkt umsetzen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über dein Like freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Same time next week? Same time next week. All right.